Echt. Allerdings finde ich bei Forza 4 cool, dass die Gegner auch Fehler machen. Oh Mann, Alter, ey, da habe ich spät reagiert. Ja, ich finde es cool, dass die Gegner Fehler machen, weil es auch viel realistischer ist. Ich meine, bei Forza 3 war das immer so, die Gegner fahren streng auf der Ideallinie, ohne einen Fehler zu machen. Und jetzt hier sind wir auf der langen Geraden vom Indianapolis Speedway. Mal gucken, ob wir da rankommen an den Audi TT. Wie es aussieht, zieht er gerade ganz schön weg. Dann will ich nicht wissen, wie es mit den Scirocco wäre. Ja. Wo ich nehmt. Genau. Dass die Gegner auch Fehler machen. Wie es bei Forza Horizon ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste ich Marvin nochmal fragen. Weil ich hab's jetzt mir nur mal ausgeliehen von ihm und ein bisschen gezockt, aber. Boah. Okay. Komm, Platz hier. Das ist unglaublich, ey. Das aggressive Fahren immer. Ja, solange man es nur im Spiel macht und nicht in der Realität, geht's ja klar. Aber man müsste sich das echt mal vorstellen, wenn Vettel so fahren würde wie ich hier auf den Strecken. Ich glaube, der würde schon disqualifiziert werden, 100 Pro. Aber deswegen ist es ja auch gut, dass man, dass es so eine Spiele hier gibt. Und man seine nicht vorhandenen Rennkünste, ja, auszuleben, würde ich mal sagen. Ich weiß es gar nicht, von welchem Jahr der Mercedes ist hier. Das wüsste Marvin bestimmt. Ich habe da aber keine Ahnung. Scheiße, die Kurve haben wir total blöd geschnitten. So, schön mit durchdrehenden Reifen rumgekommen. Und jetzt kommen wir wieder auf die lange gerade Strecke. Mal sehen, was da geht. Wir liegen schon überall. Was? Was ist denn jetzt los? Ey, was war das denn, ey? Hallo? Alter, was war das denn? Ey, nee, komm hier. Zack, wir regeln jetzt ab hier. Vergiss es. Ja, danke schön. Ey, was war das denn? Auf einmal geht er runter auf 40 km/h. Ein weiterer Punkt, warum ich Mercedes nicht leihen kann. Nein, dafür konnte das Auto ja natürlich nichts, aber. Was war das denn? Ohne alles, auf einmal ging er wirklich runter auf 40 km/h. Shit, es lief natürlich jetzt extrem bescheuert, vor allem hier in der Weltmeisterschaft. Nur auf den 5. Platz gekommen. Neue Abzeichen und Titel freigeschaltet. Coole Sache. Ja, Platz 5 ist natürlich jetzt blöd. Allerdings haben wir die erste Affinitätsstufe von Mercedes-Benz erreicht. Das heißt, wir bekommen einen Bonus von 1000 Credits und alle Teile von Mercedes-Benz sind um 25% billiger. Das war jetzt natürlich auf jeden Fall ärgerlich. Aber ich glaube, eine Weltmeisterschaft, ja, die hat doch zwei Rennen. Ich gucke mir mal kurz die Startaufstellung an. Wo starten wir? Wir starten auf den 8. Links wollte ich jetzt mal wissen, kann ich hier sehen vom letzten Rennen? Nee, kann ich leider nicht. Von Durchgang 1 kann ich leider nicht sehen, die Ergebnisse. Sonst könnten wir uns so in etwa ausmalen, welcher Platz wir mindestens werden müssen. Also ganz klar ist, dass wir Erster werden müssen, um noch Erster in der Weltmeisterschaft zu werden. Aber wer ist jetzt Erster geworden aus dem Durchgang 1? Ich glaube oder ich denke, das war der Scirocco. Achso, ja, nächstes Rennen, würde ich sagen. Wir fahren wieder in der Third Person. Bin ich auch besser, würde ich mal vermuten. Weiß es nicht, mit der Cockpit-Perspektive komme ich nicht so klar. Hier ist wieder eine Stelle, wo sie alle abbremsen. Total unnötig eigentlich.
das war nicht meine. Boah, ey. Okay. Mach Platz hier, Alter, du Jundai. Mann, ey, jetzt lenken wir auch noch chronisch nach links. Das, Alter. Ich muss mir echt mal angewöhnen, hier ordentlich und sauber zu fahren. Jetzt mach doch mal Platz hier und fahr doch mal schneller, Mann. Ich habe einen gelben Motor und bin trotzdem schneller. Meine Güte, ey, die sind doch echt inkompetent, ey. Muss ich sagen, mit einem gelben Motor, ey. Ey, shit. Ey, wir denken total chronisch nach links. Das kannst du keiner erzählen. Okay, die Weltmeisterschaft können wir vergessen. Hätte ich mal doch den VW Scirocco genommen. Obwohl es, ja. Und da haben zwei einen Fehler gemacht. Ich bedanke mich natürlich, weil ich somit auch einen schönen Platz zugeschrieben bekomme. Und zwar sind wir Erster, ne? Aber wird sich auf jeden Fall ändern. Die Position werde ich nicht lange halten können. Mit einem gelben Motor und einem Lenken. Ja, mit einem kaputten Lenken, also keine Ahnung. Wie gesagt, lenken wir chronisch nach links. Und hier ist, weiß ich nicht, ist der Motor uns abgewürgt, was weiß ich. Okay, wir müssen jetzt aufpassen erstmal, dass hier bisschen die Überholspur zumachen. Weil die fahren natürlich jetzt alle viel schneller als wir. Okay, jetzt überholen sie von beiden Seiten, das ist doof gelaufen. Allerdings können wir den noch ein bisschen ausbremsen, aber jetzt kommen sie. Ja, der sehr. Mein Gott, Alter, ey, komm. Puh. Uiuiui. Mann. Ja, komm hier, wir machen jetzt mal volles Risiko. Ich meine, die Karre ist jetzt sowieso schon Schrott. Das ist bestimmt wieder mindestens 3000, wenn nicht sogar 4000 an Schaden zahlen. So, komm, fahr schneller, du Drecks Audi TT. Obwohl Audi TT geil ist, also. So, nice, wir sind auf dem ersten. Ich hoffe nur, dass in Runde 3 nicht wieder. Ja, das, was war das denn? Das Motor abwirkt oder irgend sowas in der Art. Sonst wäre das natürlich eklig. Okay, jetzt wird wieder überholt. Er hat gesagt, der Audi setzt an zum Überholen und hat es leider auch geschafft. Mann! Jetzt versuchen sie wieder alle. Ja, komm, hau ab, Seat. War übrigens sehr schlau Überholungsversuch vom Seat. Nämlich gar nicht. So, jetzt kommen wir auf den Speedrail des Blödes. Ich muss sie versuchen jetzt alle hinter mir zu lassen. Damit ich auf dem Speedrail, ich meine es Runde 2 von 2. Damit die alle schön hinter mir bleiben und ich mir noch den ersten Platz sichern kann. Das wird jetzt eine Aufgabe und die kommt von oben. Aber jetzt fahren sie alle runter, ne? Wegen der Ideallinie ist natürlich klar. Ich meine, so kennen wir Forza. Okay. Jetzt keinen Platz machen und komm, zieh durch, Mercedes, zieh durch. Geht doch. Nice, haben wir noch geschafft, den ersten Platz. Trotz gelbem Motor wieder mal in Runde 1. Allerdings würde ich sagen, in der Weltmeisterschaft sind wir nicht Runde 1. Ja, wie gesagt, müssen wir 3245 an Schaden zahlen. Aber wir sind eine neue Fahrerstufe. Und da ist ja nie was Schlechtes dabei. Ja, und das heißt wieder, wir bekommen ein Auto. Und zwar ist es ein Sport Offroader. Irgendwas da kommt. Allerdings haben wir noch die Affinitätsstufe 2 von Mercedes-Benz erreicht. Das heißt wieder, wir bekommen 2000 Credits geschenkt. Und die Tuning-Teile von Mercedes sind nun um 50% billiger. Okay, die Meisterschaft haben wir noch mit dem Platz 2 beendet. Finde ich jetzt ist in Ordnung. Also im ersten Rennen hatten wir ja das Pech, dass der Motor uns abgesaufen ist. Und im zweiten Rennen dann die Scheiße mit dem Unfall, wo wir dann den gelben Motor hatten und dann damit auskommen mussten.
Da finde ich Platz 2 in der Meisterschaft noch ganz in Ordnung. Oh, wir haben ja hier viel zur Auswahl diesmal. Wir haben einen Volkswagen Touareg. Der ist eigentlich viel zu groß für deutsche Straßen, aber für einen Rennsport geht er. Dann haben wir einen Land Rover, Range Rover, so, also, keine Ahnung, Supercharged. Denke ich, werde ich nicht nehmen. Fällt schon mal raus. Audi Q7. V12 ist schon eher mein Typ. Der Jeep allerdings finde ich auch nicht schlecht. Gut, die Dodge fällt auch raus, die ist mir zu schwer. Ja, Touareg, weiß nicht, VW ist nicht so für Rennsport gedacht, würde ich mal sagen. Außer so ein Scirocco. Aber wir haben ja Sport Offroad. Also Audi oder Jeep? Weiß nicht, ich finde. Vom Aussehen finde ich jetzt persönlich den Jeep besser. Sieht brutal aus, vor allem auch in der Front. Komm, wir nehmen den Jeep. Farbe ist auch in Ordnung. Allerdings werde ich mir den nochmal jetzt genau angucken, ne? Wie eben bei dem Mercedes. Oder hier, ne? Lass mal einen Silber nehmen. Silber ist cool. Ja, dicke Bremsklötze. Ja, also auch Scheibenbremsen. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus, hinten auch gut. Mit Parksensoren hat er auch dabei, die wir eh fürs Spiel nicht brauchen. Ja, den nehmen wir, würde ich sagen, ist kein Problem. So einen dicken Jeep. Ich glaube, der ist auch teurer als der Audi Q7, Hervorragend. was Sie uns haben aber die auch nichts bringt. Sportrennklasse abgeschlossen und sind qualifiziert für die Semi-Profi-Klasse. Die Semi-Profi-Klasse bietet zusätzliche Sonderveranstaltungen, schnellere Autos und führt sie auf einige der berühmtesten Rennstrecken der Welt. Das nächste Rennen findet auf den gepflasterten Straßen der italienischen Amalfiküste statt. So sieht es aus. Ich gucke nochmal kurz bei den Autos rein. Ich bin immer so, ich will mal neue Autos kaufen. Ach, scheiße. Ich wollte mir gerade einen Porsche kaufen, also hatte das schon im Hinterkopf. Aber Porsche gibt es ja gar nicht. Beziehungsweise die hier Forza 4 oder Turn 10 Studios. Ach, MG gibt es jetzt auch in dem DLC. Die Turn 10 Studios haben nicht die Rechte bekommen von Porsche für die Autos. Was natürlich schlecht ist hier, wir sehen alles nur DLC, das heißt, Porsche hat sich später dann doch dazu geeinigt oder dazu bereit erklärt, dass die Spiele, dass die Autos dabei sein dürfen. Genauso wie Ruf ist ja Porsche, wie wir sehen, also weiß auch gar nicht, was der Unterschied zwischen Ruf und Porsche ist. Wenn es jemand weiß, kann er ja mal schreiben, ne? S-Klasse, S-Klasse. Was fahren wir denn jetzt eigentlich so in der Semis? Heißt die doch, oder? Hier haben wir eine C-Klasse, hier haben wir eine A-Klasse. Mercedes A-Klasse. Ich weiß nicht, was sollen wir machen, Leute? Was sollen wir machen? Ich wechsle mal kurz das Auto, ne? Ich würde nämlich gern mal wieder mit meinem BMW fahren, mit dem Z4. Wenn es noch nicht so, wenn das Rennen davor eben oder eben mit so einem Mustang mit dem. Nee, komm, nehmen wir den Z4 mal gucken, ob wir jetzt andere Angebote bekommen. Ich glaube, so war das damals bei Forza 3. Und wir sind zu weit zurückgegangen. Schlecht. So, Welttournee. Ja, komm. Die Das haben wir doch schon gehört, Semi-Profi-Klasse Mann. bietet zusätzliche Sonderveranstaltungen, schnellere Autos und führt sie auf einige der berühmtesten Rennstrecken der Der Welt. Welt. Gut, ja, wir wissen es, in Italien, die Strecken in Italien mag ich nicht, die sind immer Das so nächste eng und Rennen findet auf kurvig. den gepflasterten Straßen der italienischen Amalfiküste statt. Ja, die einmal für Audi vs. BMW, das hört sich doch interessant an und ich glaube, das nehmen wir auf. Wir bekommen einen geheimen Bonus. Allerdings bräuchten wir eine A-Klasse von BMW bzw. Audi, was natürlich wieder schlecht ist. Meine Güte, bin ich überfragt. Tut mir leid, Leute, dann wechsle ich doch nochmal das Auto. Und zwar nehmen wir eine Nika A-Klasse. Obwohl, ach Mann, Alter. Wir bräuchten ein gutes Handling für die Strecke. Wenn ich den Z4 auf A hochtune.